So, dann herzlich willkommen zum nächsten Heimspiel der Piranhas. Heute der Gegner, die Füchse aus Weißwasser. Neben mir ist der Christoph. Ja, moin Lars. Moin. Heute mal als neuer Co-Moderator oder auch als Hauptmoderator. Gerstung diesmal nicht durchmarschiert. Im Gegensatz zu Pauker würde ich mal sagen. Da gibt es nochmal eine kurze Meinungsverschiedenheit. Oh, sehr guter Block da vom eigenen Tor und jetzt die Möglichkeit. Hat Köberschen aber auch wirklich sehr gut gesehen. Oh, jetzt die Piranhas mit einer 3-auf-1 Situation. Jonas Gerstung. Ja. Verteidiger steht da halt sehr gut, so findet halt keine Anspielstation. Oder ja, für Gerstung dann halt keine Anspielstation. Macht den Weg genau dicht. Fangen den Puck ab. Und spielen einen Pass auf Köberschen, der mit Ross. Ah. Im 2 gegen 1 und da sieht man mal, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ein Spieler von dem Kaliber eines Köberschen, der lässt sich diese Chance nicht nehmen. Ja, hat auch wirklich keine Anspielstation, also macht das dann auch eiskalt alleine. Eiskalt im Winkel oben. Über die Fanghand, direkt unter die Latte. Jetzt wieder ein schnelles Spiel auf der anderen Seite. Pistilli und Stupinski. Stupinski zieht in die Mitte. Aber geblockt. So, weiter geht's. Jawohl! Hey! Erstes Tor. Philipp Stupinski. Pistilli behauptet den Puck hinterm Tor. Passt ihn auf Stupinski und der trifft in die gleiche Position, die gleiche Ecke wie Kjell Köberschen vorhin auch schon. Hier Pistilli noch mal stark angegriffen. Ja, da kann man auch von einem kleinen Abwehrfehler von dem Verteidiger, von den Füchsen sprechen. Der da blind hinter das Tor passt, wo Pistilli lauert. Ja, sehr schönes Tor. Erstes Heimtor der Piranhas. Und stellt sich wieder extrem kompakt vom eigenen Kasten auf. Oh, Pfosten. Oh, Thomas Reichel hier mit dem Pfostenschuss. Schade. Das war ein guter Schuss von der Blauen. Nicht zu scharf, aber genau platziert. Ohne Sicht für Meder. Hier können wir es nochmal sehen. Ja. Wurde sehr überrascht. So, jetzt. Ah. Jetzt 3 gegen 1 Situation, wenn es schnell geht. Ja! Jawohl! Und da hat Pauker das Ding gemacht. Ja, ganz starkes Ding. Peitscht seine Leute nochmal ein. Und die Fans. Ich glaube, bei seinem Jubel, da spielt jetzt auch noch mal gut mit, dass er letzte Woche aus ähnlicher Situation zweimal den Pfosten getroffen hat. Ja, eben gerade haben wir noch mal das Tor gesehen. Pistilli lässt sich ein bisschen hängen und Pauker zieht eiskalt ab. Pistilli bietet sich an, steht an der blauen Linie, ärgert sich ein bisschen. Boom! Das war ein fetter Hit. Ja. Der tat auch selbst einem Schrank wie Jonas Gerstung ganz schön weh. Ah, jetzt Ludwig Nirschl, wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben, auch mit einer Förderlizenz für die Piranhas ausgestattet. Auch der trifft nicht, kommt gar nicht erst zum Schuss. Ja, da wollte er sich nicht vom Puck trennen. So. Ah, da war Meder dann noch dran. Oh, jetzt nur Jonas Gerstung. Wieder ein Verteidiger. Ja, nach seinem schweren Check, den er eben gerade kassieren musste, steht er wieder auf dem Eis und kann jetzt als Kapitän seine Farben hier vielleicht zum Sieg bringen. Ja! Oh, und das macht er auch. Wunderschönes Tor. Schlagschuss angetäuscht. Torhüter zu einer Reaktion, versucht zu zwingen. Steffen und trifft genau in den Winkel. Keine Chance für Steffen. Natürlich ein wunderschöner Abschluss jetzt hier. Freunde, ich wollte nur eins sagen. Das war ein Tor. Wir sehen es nochmal. Steffen bleibt aber trotzdem ziemlich cool. Bleibt trotzdem oben. Liebe Gäste, ganz fair am Blick verweilen. Liebe Gäste, seid ihr so lieb. Ich weiß, halt.
Ja, die Lausitzer Füchse gehen jetzt hier vom Eis, wurden wahrscheinlich nicht darüber aufgeklärt, dass es bei uns die Tradition gibt, dass die Spieler des Spiels gewählt werden. Ja, weil es den Handschlag jetzt Corona-bedingt nicht gibt,